Fashion Star is back mit der vierten Staffel. Gemeinsam mit Piqueur Escadron suchen wir weiter nach den Fashion Stars im Reitsport. Unsere vier Kandidatinnen Inke, Susanne, Antonia und Diana shoppen bei Löstau um die Wette. Turnierreiter Jens Hilberts, unser Juror, freut sich auf die neuen Outfits. Welcome to Fashion Star Staffel 4 und mein Name ist Jens Hilbert und ich bin Host of the Show. Wir haben eine Mordsfreude, die vierte Staffel, so viele Bewerber und so tolle Protagonisten für die ganze Woche wieder gefunden zu haben. Ich verspreche euch, Action pur und das Motto hat es in sich. Springtime, Summertime, lässig, schick, Funktion. Die neuesten Kollektionen von Piqueur Escadron präsentiert in den Flagship-Stores von Löstau. Starten wird die erste, die Inke, und die hat ihre coolen Power-Couple Dennis dabei. Es wird mordslustig, fast schon wie bei den Geissens, aber nur fast. Also freut euch auf Inke und Dennis bei Fashion Star. Und das ist unsere erste Kandidatin, Inke. Ein kreativer Kopf, der seine Gedanken gerne aufs Papier bringt. Dabei kann es schon mal chaotisch zugehen. Die Designstudentin aus Hörstel wirft ihre Ideen gerne mal für einen neuen Einfall über den Haufen. Manchmal wäre die 26-jährige Inke lieber wie ihr Pferd, denn Charlie ist ein echter Saubermann. Auf Ordnung und Sauberkeit stets bedacht, sorgt er dafür, dass er nicht überall seine Pferdeäpfel fallen lässt. Nicht nur wegen seines Hangs zur Sauberkeit ist Charlie Inkes Herzenspferd. Am liebsten reiten die beiden in das Dressurviereck. Da werden die zwei zu einer Einheit. Wenn man die beiden so sieht, käme man nicht auf die Idee, dass Inkes Reitanfänge eher etwas mit einem Drahtesel zu tun hatten. Auf Blitz lernte sie den richtigen Sitz. Bis aus dem Fahrradsattel ein richtiger Sattel wurde. Aus dem wirft Inke seither so schnell nichts. Über Geschichten wie diese redet sie gerne in ihrem Podcast, zusammen mit ihrem Freund, der neben Charlie ihr treuester Begleiter ist. Hier im Pferdesporthaus Löstau in Lehrte, dem größten Piqueur-Shop Europas, will Inke uns ihre Kreativität auch in Sachen Mode beweisen. Und ihr Freund sorgt als Shoppingbegleitung dafür, dass sie dabei nicht zu oft ihre Einfälle wechselt. Hi, ich bin Dennis. Ich bin Inkes perfekte Shoppingbegleitung, weil ich ihr Freund, ihr Berater und auch ihr Manager bin. Und auch der Finanzboss. 600 Euro darf Inke gleich für sich und ihren Charlie ausgeben. Bei Löstau in Lehrte wartet eine Riesenauswahl. Doch bevor sie ihr Outfit zusammensucht, steht noch eine wichtige Entscheidung an. Nimmt sie das Geschenk in der Blackbox, dann hat sie nur 15 Minuten fürs Shoppen. Verzichtet sie auf das Geschenk, darf sie 5 Minuten länger shoppen und hat insgesamt 20 Minuten Zeit, um das Motto und ihr Outfit zu finden. Na klar, die beiden nehmen die Überraschung. Doch gefällt sie Inke auch? Jetzt bin ich mega gespannt, was da wohl drin ist. Ja, das war meine Entscheidung. Zu Hause kriege ich wieder Ärger. Die Jacke gefällt mir schon mal, die kann sie mir geben. Okay, die ist schon mal nicht so breit, dass ich sagen würde, dass da keine Stiefel drin sind. Was meinst du? Nee. Ah, der hat die erste Staffel geguckt. Guck mal da, ein Schlawiner, der Dennis. Oha, was ist das? Weiß ich auch nicht genau. Ah, eine Reitlänge. Eine Unterhaus für den Dennis? Ja, cool. Die okay, sieht ja schon Grau. Mal relativ luftig aus. Ja, also haben wir schon mal einen Teil. Cool. Und schon mal eine Farbgebung. Das ist sehr schon mal schön. Cool, gute Voraussetzung. Ach, Gott sei Dank. Na dann, 3, 2, 1, los! So, das gefällt mir schon mal. Action, so starten wir in die neue Woche. Chaga! Vollgas! Ich geh rechts rum. Gelbe Schleife, wo bist du nur? Wo könnte sie sein? Wo könnte sie sein? Dennis, was glaubst du steht auf der Schleife? Also ich vermute mal, was für den Sommer. Vielleicht wird das ja wieder ein warmer Sommer dieses Jahr. Dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass es so vielleicht schöne, luftige Kleidung sein sollte. Also ich würde sagen, jetzt erstmal die Schleife finden, weil sonst haben wir gar keinen Plan. Weniger quatschen, mehr suchen. Dennis soll nicht so viel quatschen. Welches Motto wäre denn ein No-Go?
Eigentlich sind alle Mottos für uns cool. Aber wir müssen ja auch vor allem ein Outfit für Charlie finden, für unser Pferd. Und der ist ein bisschen wählerisch, also. Was mag der denn nicht? Pink mag er zum Beispiel nicht. Das ist ja auch ein Wallach. Oh, manche Jungs mögen Pink. Und Glitzer findet der bestimmt auch nicht so gut. Und Glitzer auch. Enkel, wir müssen ihn immer noch langsam finden. Wo warst du schon überall? Okay, ja. Die Zeit ist abgelaufen. Wir präsentieren uns heute nackt. Das ist doch auch für den Frühling ganz schön. Das ist schwer gemacht. Echt? Ich glaub's auch. Wo liegt dein Puls, Inke? Relativ hoch, aber sehr schön, wenn wir die Schleife jetzt einfach mal finden würden. Nachfolgende Veranstaltungen verschieben sich leider. Wir sind heute bei Wetten, dass und die 27. Wette hat doch wieder bis zu den Tagesthemen gedauert. Nicht versteckt sein. Vielleicht irgendwo drin oder so. Hast du überall zwischen den... Ja, ich habe ja auch schon... Kleider geguckt. Kalt. Hier, ich hab sie. Ich hab sie. Gott sei Dank. Hast du hier nicht angefangen? Fashionstar. Funktional, einfach, luftig und elastisch. Funktional, nochmal. Funktional, einfach, luftig und elastisch. Cool. So, also, wir können es ja auch noch mal in drei verschiedenen Dialekten vorlesen. Dann fangen wir an. Ich würde sagen, du startest mit deinem Outfit. Ich suche schon mal was für Charlie. Okay. Aber wir müssen das ungefähr von den Farben abstimmen. Lass uns erst gemeinsam bei Charlie gucken. Okay. Hier sind Schabrauch. Also, du startest hier und hier. Jetzt lass uns erstmal zusammen nach den Farben gucken. Ah ja, das ist doch mal ein Plan, würde ich sagen. Enke, hier sind so luftige. Guck mal. Was ist denn das? Ah ja, sehr gut. Das wird ja schon mal zur Hose passen, oder? Für die Hose noch mal raus. Was ist denn das? Ich würde sagen, für Fell entscheiden wir uns nicht. Weil es soll ja schön luftig sein und auch warm, oder? Ah, eine luftige Schabracke. Guck mal, das sieht ja so atmungsaktiv aus. 5 Minuten sind schon rum. Also ich finde... Ja, guck mal, die ist ja auch relativ. Aber die brauchen wir als Dressurschabracke. Ja. Ist die das? Die könnte Ach, hey! Gib mal ein bisschen Stoff. Hab sie. Okay. Passenden Beinschutz dazu. Guck mal, die graue. Ja, das sieht doch gut aus. Ja, cool. Die ist recht funktional, würde ich mal sagen. Und welche Farbe passt dazu? Ich würde sagen, dass wir das mit Orange kombinieren. Ja. Bandagen, Bandagen. Das sind auch so schön luftdurchlässige. Super, das sind diese Klimatags. Vier Stück? Ja. Vorne und die hinten. Sind auch atmungsaktiv. Genau, und dann brauchen wir die passenden Bandagen dazu. Das sind die schmalen, richtig? Ja, ist gut. Die schmalen sind gut? Ja. Okay. Dann die passenden Bandagen in Grau. Also der Dennis kennt sich schon mal ganz gut aus. Der ist öfters dabei. Hier. Ich zieh das schon mal an und du suchst, okay? Ja. Sag mal, ist Shoppen gehen immer so einfach mit Inke? Also das Problem ist bei ihr so ein bisschen, dass sie jetzt alle Sachen sucht und gleich will sie was ganz anderes auf einmal haben. Und dann ist wahrscheinlich die Schabracke auch nicht mehr gut. Und deswegen, ich habe mich noch nicht darauf eingestellt, dass das hier die Endfassung wird. Weil wenn es jetzt so ein heißer Sommer wird, dann gibt es bestimmt auch voll viele Insekten, weil es jetzt im Winter so mild war. Deswegen braucht Charlie unbedingt auch einen Schutz. Aha, und Inke? Also ich bin eher auf Charlie gepolt. Ich gucke immer, dass Charlie gute Sachen hat. Weil Inke, die macht das schon alleine. Und zur Not kriege ich dann zu Hause Ärger, aber... Dennis, das guck mal schnell! Ist ja nicht mit auf der Kamera. Ja, das ist doch gut. Das sieht doch schon mal mega gut funktional aus, oder? Guck, ja. Das Shirt ist auch sehr atmungsaktiv. Gut. Also der Dennis sagt, er kriegt zu Hause Ärger, wenn sie nicht dabei ist und sie kommt. Die noch dazu? Schatzi, sehe ich so gut aus? Das hier auch zu nehmen. Ja, das nehmen wir dazu, den Strick. 5 Minuten, Dennis. Wir brauchen noch Schuhe. Enke, du brauchst einen Schuh. Jetzt musst du dich also doch um Charlie und Inke kümmern. Dennis, du musst mir hier ganz schnell helfen. Nee, ich muss erst den Preis einmal nachgucken. 90. Mehr als 600 Euro dürfen es nicht werden. 90. Plus 39. Überall Schuhe. Dennis, ich habe noch keine Schuhe gefunden. Dennis! 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 Dennis, rechne doch mal aus. Dennis!
Hey, ich habe noch nichts gefunden. Ach, Menno. Ja, welche Farbe denn? Am besten schwarz. Schwarz, schwarz, schwarz. Ist hier irgendwas in 40? Hier. Dunkelbraun. Geht auch. Ja, ist ja fast schwarz. Schön in schwarz. Hier. 42. Ich finde ehrlich gesagt das Oberteil. 40. Ja, die haben sie nicht. Ich finde das Elcher ziemlich stylisch, weil das auch so stretchig ist. Aber guck mal, das sieht doch auch super aus. Ja. Die nehmen wir. Wie teuer? Hier, guck mal. Die ist doch mega schön. Ja, das passt auch hier mit dem Reißverschluss. Die okay. Nehmen wir noch dazu. Dennis, hier sind noch hier passende Reitsocken. Ja. Und eine passende Fliegendecke? Fliegendecke? Habe ich hier. Charlie hat ja Eisen, der braucht auf jeden Fall Glocken. Okay. 24? 34, 95. Okay, also. Aber die passen nicht so gut, Dennis. Der braucht keine Glocken. Dennis, weißt du, an wen die mich erinnern? Nee, die sind Robert und Carmen Geis. Robert! Die ganze Zeit. Dennis! Aber er braucht ja nicht unbedingt welches. Hier, die können wir auch nehmen. Die sind etwas funktionaler. Okay, okay, okay. Rüber, so sieht ungefähr das Pferd aus. Schau mal, so. Ganz neue Taktik. Pferd flach auf den Boden legen und dekorieren. Und Charlie ist der Gewinner hier. Siehst du noch irgendwas Cooles in der letzten Sekunde, Dennis? Nein, wir dürfen auch nicht mehr. Dürfen nicht mehr? Okay, schade, ich könnte jetzt noch weiter. Ja, cool. Passt zum Motto. Alles funktional, alles schön luftig und es wird wieder ein warmer Sommer. Deswegen haben wir jetzt keine Jacken oder sowas genommen. Ja. Dennis, du solltest dich als für die Wettervorhersage bewerben. Genau. Und vor allem alles gegen Fliegen geschützt. Und Bandagen mit den Klimatex, die sind ja auch sehr atmungsaktiv, weil Charles ist ja ein Dressurpferd. Kommt keine Gamaschen auf. Aber das kann man ja mit den Klimatex auch super machen. Und die Socken finde ich auch mega cool, die passen perfekt dazu. Und die Tasche, cool. Mega. Knuddeltime. Brav gemacht, brav gemacht. Genau. Fashion Leckerlis für maximal 600 Euro. Und richtig sportlich. Dein Geschenk, die Escadron Riding Tide Reflex, kostet eigentlich knapp 100 Euro. Dazu eine schwarze Löstau-Stiefelette und knallige Escadron-Kniestrümpfe. Inkes Longsleeve in Neon-Orange passt zu den Socken. Es ist funktional und atmungsaktiv. Nur 209 Euro hat Inke für ihr Outfit ausgegeben. Und wie viel Spaß hat es dir gemacht? Ja, hat super viel Spaß gemacht. Ich bin mega zufrieden mit meinem Outfit. Ich fühle mich richtig sportlich und ich könnte jetzt direkt starten mit Charlie. Also wirklich richtig cool. Und ich freue mich auch, dass Dennis quasi dazu tendiert hat, wirklich auch die Box zu wählen und wir dann die Hose bekommen haben, weil das war ein sehr gutes Stück, worauf wir dann aufbauen konnten. Und so sieht Charlie aus. Grau und Orange, perfekt abgestimmt. Das Reflexhalfter gibt's für knapp 30 Euro. Und für die Beine sind es Unterlagen, Bandagen und Hufglocken von Escadron. Atmen kann die Anti-Slip-Schabracke. Sie kostet rund 90 Euro. Ach, und Hund Kenny ist doch wohl das schönste Accessoire, oder? Inke hat die Messlatte mit ihrem luftigen Look schon ganz schön hochgelegt. Kann Susanne noch einen drauflegen? Dennis! Die Geissens von Fashion Star. Hätte es nicht einen besseren Start diese Woche geben können? Also, wir haben Spaß gehabt. Und es geht gleich weiter. Super lustig, aber irgendwie auch ein bisschen komisch, denn der Einstieg ist ein bisschen farblos. Wie kann High Fashion von Löster und Piqueur Escadron farblos sein? Das geht doch gar nicht. Oder doch? Das seht ihr in der zweiten Sendung bei Fashion Star. Gemeinsam mit Piqueur Escadron suchen wir die Fashion Stars 2020. Da schlägt das Reiterherz höher. Vier Frauen dürfen bei Löstau shoppen. Wer hat den besten Stil? Inke, Susanne, Antonia oder Diana? Springreiter Jens Hilbert kürt den Fashion Star. Welcome to Fashion Star. Hallo, ich bin der Jens und ich freue mich auf die zweite Sendung von Fashion Star.
Und was ich selbst nicht wusste, wenn ich durch Löstau gelaufen bin, dass Piqué Escatron so coole Accessoires hat, dass man hier auch noch die mega coolen Handtaschen haben kann und was die Handtasche mit dem All-Over-Look sexy, leicht, Springtime, Summer mit unserer nächsten Teilnehmerin, der Susanne, macht und wie das Ergebnis aussieht, das seht ihr jetzt bei Fashion Star. Dass man Sonnenschein auch auf eBay finden kann, zeigt die Geschichte von Susanne. Ihre Sunny hat die 32-Jährige nämlich genau dort entdeckt. Ausritte in die Natur ziehen die beiden der digitalen Welt aber vor. Mit ihrem Pony kann die gelernte Köchin aus Isernhagen dort die Seele baumeln lassen. Immer dabei ist auch Hündin Cheyenne. Bei gemeinsamen Spaziergängen genießen die drei den Ausblick. Und für ihren Nebenberuf als Tierheilpraktikerin findet Susanne dann vielleicht auch das ein oder andere Heilkraut, das ihren Liebsten bei gesundheitlichen Problemen hilft. Zum Shoppen bei Löstau hat Susanne Julia mitgebracht. Hi, ich bin Julia, ich bin die Shoppingbegleitung von Susi und wir rocken heute das Ding. Dazu brauchen sie erstmal Geld. 600 Euro gibt's für Susanne. Was sucht sie wohl für sich und ihre Sunny bei Löstau aus? Doch bevor das Shopping-Erlebnis startet, muss sich Susanne noch für etwas Wichtiges entscheiden. Möchte sie sich lieber mehr Zeit fürs Shoppen nehmen oder will sie das Geschenk in der Blackbox? Wenn Susanne die Überraschung nimmt, bleiben ihr allerdings nur 15 Minuten fürs Shoppen. Geht Susanne das Zeitrisiko ein oder ist sie heiß auf das Extrateil? Sag was. Die Box? Ja. Ja, wir nehmen die Box. Welcome to the show, Susan. Okay. Wir jetzt bei einer Beerdigung oder gucken die gerade in den Sarg oder sind die richtig freudig und spaßig oder sind die einfach nur aufgeregt? Ein Longsleeve mit, wenn man näher hinguckt, kleinen Löchlein drin, atmungsaktiv. Gut. Dann kann man nämlich aufs Deo verzichten. Das ist schon mal cool. 15 Minuten laufen, Gang hochschalten, los geht's. Also jetzt müssen wir erst die Schleife gucken, ne? Ja, okay. Richtig. Kann ich hier überall sein? Ja. Yep. Überall, ja, egal wo. Überall. Schmeiß das mal dahin. Dann lass uns doch suchen. Nur hier jetzt? Überall hier. Oh, verdammt. Nur nicht auf dem Boden. Ja, räum das mal ordentlich auf wieder. Geht alles von der Zeit ab. Wir suchen die gelbe Schleife. Wieso kriege ich eigentlich nie eine? Ich streng mich doch auch an hier. Julia, was ist denn wohl das Motto? Also ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht irgendwas Frühlingsmäßiges ist, weil das kommt ja bald. Ja. Das ist eine gute Idee. Und das It-Piece war ja auch schon frühlingsmäßig. Sag mal, Susanne, was wäre denn das Horrormotto für dich? Farbloses. Am besten irgendwas mit Farbe. Also was Buntes. Irgendwas Farbloses? Keine Angst, Jens, nicht du. Ja. Also, ich hab sie. Susi. Super. Steht drauf. Hinten. Nee, wo steht jetzt? Oh Gott, wo steht's? Nicht doof. Achso, Fashion meets Fun Fiction. Einfach luftig und elastisch. Luftig und elastisch. Okay, los. Susanne übernimmt die Führung. Julia passt auf die goldene Schleife auf. Reitleggings ist auf jeden Fall elastisch. Hast du schon mal halb? Von der Farbe passt sie doch auch voll gut dazu. Ja. Und luftig. Und passt auf die Leggings auf. Luftig. Fashion meets Fun. Also Fun Faction, Fun Fashion, Fashion meets Function. Oder hat sich das Motto zwischendurch verändert? Jacke als luftig. Ja. Und als elastisch die Hose? Ja. Jacke gibt es. Luftige Schuhe gibt's nicht. Julia, bei Löstau gibt's doch alles. Das passt doch super. Passt auch mit dem Oberteil super. Und damit übernimmt Julia wirklich die tragende Dann Rolle. Fährt. Genau, für luftig könntest du und, auch von der Decke warte, für sie. Warte. Und. Julia, du darfst auch mitsuchen. Die Uhr tickt. Was suchst du denn? So eine Schabracke, die. Da. Mit Funktion ist. Nur noch 10 Minuten Zeit. Okay.
als Schwuler darf ich mit Frauen viel kritischer sprechen als heterosexuelle Männer. Das ist ja von mir immer gar nicht auf einer sexuellen Ebene gemeint, sondern nur als Empfehlung zur Weiterentwicklung. Also, ja, sowas meinte ich. Bisschen mehr Chaka-Chaka Lipgloss. Kylie Jenner hat eine richtig geile Marke. Welche jetzt? Schön drauf geschmiert und dann ein bisschen mehr in die Farbecke gegangen, Susanne, und dann geht's richtig voran. Die Jacke hier. Ja. Und dann jetzt das da drüber, da. Ja, dann pack die von eben weg. Ja, aber dann eine andere Hose. Hol mir mal eine andere Farbe einfach nur. Einfach nur ja, eine andere und dann Farbe. Such schon mal für Sunny noch was. Stimmt, ja, mach ich jetzt. Ja, das Pony braucht auch noch was. Hier, los, rechne, 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 da, los, los. Bitte, liebe Julia, damit Susanne nicht mehr als 600 Euro ausgibt. Die blaue, das. Die blaue. So, Susanne, gibt es eigentlich von Picœur einen Lipgloss? Den könnte man noch gleich mitverkaufen an die Arctic Blue oder die Sommer Leicht Frühling Chic Collection in Aprikot. Was ist denn Susannes größte Stärke? Ich würde sagen, sie kann sich gut durchsetzen. 394. Wie viel? 394,75 €. Habe ich jetzt erst? Ja. Aber wenig. Habe ich jetzt doch erst? Wir können noch. Das habe ich. Hat das einen Preis oder gibt's das heute umsonst? Ach nee, die Söckchen, die lassen wir aber weg, ne? Wobei, ich müsste die noch mal genauer angucken. Die Socken eben, die haben einen leichten Dior-Look. Die neue Kollektion mit dem neuen Designer ist nämlich so ähnlich. Das hat so ein Monogramm. Das luftig mit ihr habt noch 5 Minuten, ihr habt noch ein bisschen Budget. Los geht's! So. Wie ist denn die, hier die Scheiße? Hast du da eine Fliegenmütze? Julia, gib mal schnell dein Dings hier nochmal ein. Oh je, der verflixte Pin. Ich hasse es. 29,95 €. Steht nichts dran, aber kosten sonst so. Ja? Arbeitest du hier oder was? Wie viel? Arbeitest du hier oder was? Und der Preis? Ja? Also die Susanne hat eine sehr charmante, leicht eichrustikal-Ader im Unterton. Aber eben ist es sehr sportiv und sehr elegant durch die Wendung gefallen. Ich muss auch sagen, Susanne, du hast schon auch ein sehr heißes Ärschchen in deiner Reithose. Gell? Wenn wir jetzt noch die hohen Hacken anziehen oder die cognacfarbenen Stiefeletten, dann geht's richtig los. Die noch da drüber. Die Wanderschüchen würde ich dir jetzt nicht empfehlen auf den Look, den du gerade ausgesucht hast. Die finde ich schon, so gut. Ja. Ja. Und Schluss mit Shopping. Okay. Raus aus der Jeans und rein in die Reitleggings von Picœur. Dazu Kniestrümpfe und der Löstorf-Freizeitschuh für knapp 70 Euro. Obenrum trägt Susanne ein Eskadron-Hoodie und eine leichte Jacke. Funktional und elastisch. Das Geschenk, die Softshell-Handtasche in dunkelblau im Wert von 60 Euro, rundet den Look ab. Und wie viel Spaß hat es dir bei Löstau gemacht? Es hat sehr Spaß gemacht, war aber auch sehr aufregend und würde ich immer wieder machen wollen. Wie zufrieden bist du mit deinem Fashion-Star-Look? Sehr zufrieden. Also dieses, das Oberteil ist mit so Mesh-Stoff an den Seiten. Reitleggings, schön bequem. Und für den Stallalltag Schuhe. Sunny ist in dunkelblau ganz in Eskadron gekleidet. Die Ausreitedecke schützt vor Fliegen und ist für knapp 70 Euro erhältlich. Als Schutz für die Beine trägt Sunny Reflex-Gamaschen. Für die Ohren hat Susanne ein Mützchen für knapp 35 Euro ausgesucht. Unter dem Sattel trägt ihr Pony eine Eskadron-Schabracke. Ist das der perfekte, funktionale Look? Wird Susanne unser Stern am Fashion-Himmel? Die ehrgeizige Antonia hat da sicher was dagegen. Und was meint Jens dazu? Ihr Lieben, wie farblos High Fashion bei Löstau und Picœur Eskadron sein kann, das hat uns heute live Susanne gezeigt mit einem coolen Outfit. Und gleich folgt die nächste High Fashion-Konkurrentin. Und zwar eine ganz gefährliche, eine Polizistin und noch mein persönliches Victoria's Secret High Fashion Model. Die Toni, die Antonia, kommt in der nächsten Sendung. Seid gespannt. Und man muss auch sagen, sie hat ein heißes, knackiges Ärschchen. Wie das in der Reithose aussieht,
Das seht ihr bei Fashion Star. Fashion, Fashion, Fashion Star. Zusammen mit Piqueur Eskadron suchen wir das beste Reitoutfit. Vier Reiterinnen shoppen um die Wette. Wer wird gewinnen? Inke, Susanne, Antonia oder Diana? Unser Juror Jens Hilbert hat die Wahl. Welcome to Fashion Star. Hallo ihr Lieben, ich bin der Jens und ich freue mich ganz besonders auf die heutige Sendung. Wir haben eine Ordnungshüterin, eine Polizistin und auch gleich noch eine Springreiterin und noch ein Supermodel dazu. Unsere Antoni, ach ja, Toni Gahn sage ich immer zu ihr, Victoria's Secret Fashion Model. Und wer so schön ist und wer einfach so cool ist, dem kann zum allerersten Mal bei Fashion Star überhaupt ein riesen Fauxpas am Ende der Sendung passieren. Was passiert ist, wie spannend das war, das seht ihr jetzt bei Fashion Star. Antonia und Silvester. So harmonisch sah es bei den beiden nicht immer aus. Ihr Schimmel hat großes Potenzial, aber ab und zu wird er auch panisch. Doch die Oldenburgerin ist geduldig und liebt die Herausforderung. Pferde wie Silvester wecken ihren Ehrgeiz und machen ihr Spaß. Den Pferdeverstand hat sie von ihrem Papa geerbt. Als Trainer und Turniertrottel ist er Antonias größtes Vorbild. Wenn sie sich nicht um schwierige Pferde kümmert, dann löst die 23-Jährige andere Probleme. Als Polizistin kommt ihr ihre Geduld zugute. Ob Geduld auch beim Kleidershoppen zum Sieg verhilft, wer weiß. Mal sehen, was Antonias Shoppingbegleitung so zu bieten hat. Hi, ich bin Lea. Ich bin heute Antonias Shoppingbegleitung und ich freue mich sehr auf den Tag mit Antonia und wir werden zusammen gewinnen. 10.000 Quadratmeter, pures Shoppingglück. Bei Löstau in Lehrte muss Antonia jetzt für sich und ihren Silvester ein zum Motto passendes Outfit finden. Mit 600 Euro und begrenzter Zeit. Doch vorher wartet noch die Blackbox auf sie. In dieser schwarzen Kiste ist eine Überraschung von Piqueur Eskadron oder Löstau versteckt. Was ist da wohl drin für dich, Antonia? Nimmst du das zusätzliche Teil oder lieber mehr Shoppingzeit? Mit Geschenk hast du 15 Minuten, ohne dagegen ganze 20. Antonia, entscheide dich. Trommelwirbel. Was meinst du denn? Machen. Okay, komm, du bist nur fahren. Okay. Okay, mal gucken, was hier drin ist. Eskadron-Gamaschen, nicht schlecht. So, jetzt noch die goldene Schleife finden und auf die Klamotten, fertig, los! Was ist denn jetzt das Motto? Ja, das müssen wir jetzt suchen. Ach so. Antonia, die ist aber süß. Oh Gott, ist falsch. Und ist Springreiterin und hat schon mal ein Training gewonnen bei Lea, Marco Kutscher. Nein. Du? Mit Piqueur. Lea, wie wichtig ist Antonia ein Fashion-Star-Sieg? Ja, sehr wichtig ist Antonia, das zu gewinnen. Wie ehrgeizig ist sie denn? Antonia ist immer sehr ehrgeizig. Und woran merkt man das? Ja, sie gibt halt einfach immer alles, wenn sie irgendwo mitmacht oder auch in ihrem Studium oder beim Reiten generell. Antonia, hast du was? Nein, hab ich nicht. Scheiße. Na, 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 ja. Immer noch kalt? Naja, wird wärmer. Ziemlich warm. Ich hab's. Yay! Okay. Wo steht das? Auf der Schleife. Einfach, luftig und elastisch. Okay. Ja. Antonia ist heute für mich, ganz ehrlich, wenn ich mir ihr Ärschchen angucke, da habe ich ja als schwuler bester Freund. Also, sie ist jetzt für mich Victoria's Secret Supermodel Toni Gahn. Oder? Antonia, darf ich Toni zu dir sagen? Ja, das finde ich gut. So dunkelblau ist immer gut, oder? Das wird auf jeden Fall gut zu ihm passen. Und auch, glaube ich, zu den Gamaschen, oder? Ja. Passt die dazu? Guck mal. Ja, ne? Ja. Oder Toni Gahn for Piqueur and Löstau in the High Fashion Entertainment Show. Ob sie der Fashion Star der Woche wird, das wird sich noch weisen. Gib mal Gas, wir sind im Halbfinale. Vorletzter Tag. Stopp. Blau, das dunkelblau.
Ja, das sieht doch gut aus, oder? Nee, das ist nicht luftig und hübsch genug. Ich will nicht so dunkelblau. Passt aber zu Ihrem Job. Ist die Toni nicht Polizistin? Okay. Oh. Hallo, liebe Toni. Ja. Dies ist aber auch sehr luftig. Also ich glaube, das ist gut. Und kurz die richtige Größe haben. Witzig, ist mir ein bisschen zu groß. Elastisch. Leggings. Toni, gefällt's mir. Können wir zusammen zum Turnier fahren. Aber nehmen Marco Kutscher bitte mit im Gepäck. Den kann man schön am Abreiteplatz gebrauchen, glaube ich. Der macht mich cool, lässig. Ich. So. Ja, XL ist halt ein bisschen groß. Ja. Dann haben wir doch auf jeden Fall jetzt noch mal Socken. Schon 5 Minuten vorbei. Ja, kein Problem. Socken, Socken, was brauchen wir noch? Die Jacke rüberziehen? Ja. Das hier ist S. Nee, du bist vielleicht ein bisschen zu dunkel. Ja, oder eine helle Jacke dazu? Nee, Toni. Du hast in deinem Berufsleben als Polizistin genug dunkelblau an. Mach mal ein bisschen mehr stylisch. Wobei das jetzt ein bisschen gemein. Grau und blau kann ja auch sehr stylisch sein. Das ist aber eher halt sehr dezent. Und wir sind ja im Fashion-Format und wollen gewinnen. Und passt das überhaupt alles ins Budget? Zack, hingeschmissen, tut der Gamasch. Weiter. Oder eine Cap oder so. Eine Gürtel wäre nicht schlecht. Schicken dunkel. Braun ist immer gut. Irgendwas nicht so lang. Nee. 85 ist der hier. Nee, das ist 75. Oha. Und noch was für Silvester zum Festhalten. Aber dieses passt ihm, glaube ich, gut, oder? Ach, ist einfach rein, okay. Wir können noch ein paar Sachen mehr kaufen, ja. Was nehmen wir noch? Was brauchen wir denn noch? Handschuhe. Das hier ist doch auch blau, oder nicht? Hier auch. 8,5? Zu klein, ja. Hier. Hast du? Nee, die sind schwarz. Sicher? Diese sind schön luftig. Nehmen wir diese. Okay, Lea, wir haben noch, glaube ich, also einmal gucken, haben wir alles? Hier war ein Strick. Schuhe! Oh! Zweimal klatschen für Schuhe. Braun oder schwarz? Braun. Sowas? Ja, die sind schick. Ich müsste eigentlich noch mit drin sitzen im Budget. Ja. Nur noch sich flitzig, das ist schwarz. Das ist ein Braun, oder? Ja. Gut, dann lass uns noch einmal ganz, ganz schnell durchgehen, ob wir alles haben. Noch schnell was für zwischendurch? Wo vielleicht zum Vorbeigehen? Zum Runterziehen. Oder? Ja. Passt das denn? Wir gucken mal. Schnell. Ist das die Endspurt-Panik? Das passt. Dann kommt das eigentlich schon wieder weg. Okay. Ist halt doppelt schön. Wie viel Budget hatten wir eben? Keine Ahnung. 450 oder so. Hatten wir schon? Ja. Oder haben wir jetzt? Hatten wir schon. Ja, okay, haben wir auch. Na, was denn jetzt, Lea? Okay. Toni Garn. Also die ist echt richtig hübsch, die Toni. 40, 35, 75. Ich mal mir gerade schon den Film aus. Toni und Jens, Police Academy 17. Nach Fashion Star. 70. Toni und Jens unterwegs. Wir verhaften dann die bösen Jungs. Oh, und sperren die dann ein. Das ist ja witzig. Toll. Okay. Zurück zur Realität. Die kostet, glaube ich, auch 80. Was kostet die schon? Die waren 90, glaube ich. Sag mal, wie die. Das sind teure, exklusive Produkte. Die schmeißt die gerade von Stapel zu Stapel, als wäre es hier nett. Ich glaube, die kosten so 20. 2, 1, vorbei. Ja, Scheiße, wir haben. Ja, was nehmen wir denn jetzt raus? Auf jeden Fall das Halfter, würde ich sagen. Das brauchen wir nicht unbedingt. Und der Gürtel ist ja eigentlich auch über, oder? Den brauchen wir auch nicht. Okay. Meinst du, es reicht? Das sieht aber noch nach mehr als 600 Euro aus. Also die Handschuhe auch einfach raus? Ja. Okay. Muss der zweite Handschuh? Da. Ja, gut. Dann kommt das auch raus. Ja. Habt ihr alles? Ja, wir haben's. Und richtig gerechnet? Einmal klatschen für fertig. Von der Leder-Leggings in die Piqueur-Reithose für knapp 140 Euro. Dazu gibt's braune Löstau-Stiefeletten, Reflex-Shirts und Jacke von Eskadron. Atmungsaktiv und elastisch. Grau auf Grau. Alles zusammen knappe 385 Euro. Wie war denn dein Fashion-Star-Erlebnis? Ja, es hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Es war zwischendurch zwar etwas stressig, aber ich glaube, dass wir es letztendlich ganz gut hingekriegt haben. Und das Motto? Hast du es gut erfüllt? Ja, also ich finde, es ist tatsächlich sehr schön luftig. Also ich kann mir vorstellen, dass es im Sommer sehr angenehm ist. Und die Hose ist sehr schön bequem und nicht so dick und steif wie jetzt zum Beispiel die Winterreithose. Und ja, also ich finde eigentlich, dass wir das ganz gut hingekriegt haben.
Dunkelblau für Silvester. Die Eskadron-Fliegendecke ist luftig und leicht. Das Geschenk, die Gamaschen und die Streichkappen, haben einen Wert von knapp 140 Euro. Die blaue Schabracke kostet fast 70 Euro. Und dann noch was auf die Ohren. Fliegenschutz für knapp 35 Euro. Gesamtpreis für Antonias und Silvesters Outfit rund 570 Euro. Hat Antonia das Zeug zum Fashionstar? Und das, obwohl Rechnen nicht ihre Stärke ist? Das weiß nur Jens Hilberts, unser Juror. Mensch, Toni, ich hoffe, du kriegst keine Bläschen an den Fingern beim Reiten, denn die Handschuhe mussten ja zurückgegeben werden. Aber trotzdem war das ja eine coole Show. Und wir freuen uns schon auf die nächste Show mit Lady Di. Unsere Diana kommt als nächstes und das aus meiner Sicht mutigste Fashion Piece, was sie im Angebot hatte, das sehen wir dann bei Fashion Star. Wer wird diesmal unser Hingucker im Sattel bei Fashion Star? Gemeinsam mit Piqueur Eskadron suchen wir die Fashion Stars 2020. Vier Reiterinnen shoppen bei Löstau. Wer kreiert den funktionalen Fashion Look? Inke, Susanne, Antonia oder Diana? Unser Juror Springreiter Jens Hilbert schaut ganz genau hin. Welcome to Fashion Star. Ihr Lieben, ich bin der Jens und ich freue mich auf eine weitere Folge von Fashion Star. Heute mit unserer Diana, oder wie ich sie genannt habe, Lady Di. Und ich muss mal echte Lanze brechen. Also die Löstau-Sortimente, wenn ich da noch 10 Jahre zurückblicke, wenn ich bedenke, so ein Stiefel steht da im Regal, boah, der könnte auch bei Dolce & Gabbana und Gucci stehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die Diana mit ihrem Modemut, und was die alles an Outfits sich rausgesucht hat, unter anderem, das seht ihr jetzt. Es wird spannend bei Fashion Star. Und sie ist die letzte Kandidatin dieser Staffel. Mit ihrer Kamera macht Diana aus jedem Pferd ein richtiges Model. Wenn die Fotografin am Set ist, muss alles sitzen. Das weiß scheinbar auch Wolke, ihre Stute, die ganz schön eitel ist. Wehe, wenn Wolke nicht genug Aufmerksamkeit bekommt, dann nimmt sie alles zwischen die Zähne, was sie kriegen kann. Da wird sie gerne mal zum Hund. Ja, sie kann sogar bei Fuß gehen und auf Kommando Küsschen geben. Mit ihr hat Diana immer was zu lachen. Doch wenn Diana mit ihr im Galopp reitet, fühlt es sich noch immer so an, als schwebe die 23-Jährige auf einer Wolke dahin. Mal sehen, ob es der Paderbornerin auch vor der Kamera gelingt, dieses Gefühl von Leichtigkeit zu behalten. Ihre Shoppingbegleitung Sarah wird sie dabei unterstützen. Hallo, ich bin Sarah. Ich bin heute die Shoppingbegleitung. Und ich freue mich auf den Tag, um Diana ein bisschen zu unterstützen und hoffentlich ein bisschen Plan in die Sache zu bringen. Im größten Löstau-Shop Europas dürfen sich die zwei gleich austoben. Dazu brauchen sie noch Geld. 600 Euro sind es für Diana und ihre Wolke. Ob sie damit ein schönes Outfit finden? Doch vorher geht's noch zur Blackbox. Dort wartet eine Überraschung. Wird sich Diana für das Geschenk entscheiden, dann bleibt die Shoppingzeit bei 15 Minuten. Verzichtet sie auf den Inhalt der Blackbox, hat sie dagegen volle 20 Minuten Zeit. Diana, entscheide dich jetzt! Okay. Das ist sowas schlimm. Ich kann mich nie entscheiden. Sag was. Nimm das It-Piece, dann hast du schon mal eine Farbgrundlage. Ja, machen wir so. Klare Ansage, Sarah. Oh Gott sei Dank, es ist nicht rosa. Was haben wir denn hier? Wir haben da die Eskadron Riding Tight Reflex. Oh ja, blau. Blau ist super. Ja. Dann kann es ja jetzt losgehen. 15 Minuten Zeit. Wer sucht wo? Du hast den Plan. Naja, gibt's gar keine Ahnung. Okay. Lady Di und ihre Therapeutin unterwegs bei Löstau und Fashion Star. Lady Di, jetzt gib aber mal volle Hacke Stopp. Welche Farbkombi mag Diana denn am liebsten? Cognac Olive Grün trägt sie ganz gerne, die Kombi.
Ansonsten gedeckte Farben, Creme in die Richtung Braun, Blau ganz viel. Wenn bunt, dann nur ab und zu mal so ein paar Highlights, aber eigentlich eher immer relativ schlicht und klassisch. Klassisch ist das, was ich gerade habe. Ja. Ich finde das Ding wahrscheinlich nie. Aufgabe gescheitert, weil Schleife nicht gefunden. Ach, Diana, das haben bisher alle geschafft. Da habe ich schon. Also den Ding habe ich noch nicht. Gott. Sag mal, Frau Psychologin, was ist Dianas größte Stärke? Sie hat eine sehr, sehr lange Geduld. Also man muss sagen, mit ihrem Pferd braucht man manchmal Geduld. Die hätte ich nicht. So richtig aus der Ruhe bringen, ist relativ schwierig. Also was? Bin ich schon wieder zu entspannt? Also was ich an der Diana ganz gerne mag, ist, ich finde ja Frauen, die Mut haben, einen Kurzhaarschnitt zu haben, finde ich total stark. Und ich finde, das steht ja auch gut, das ist stylisch. Ah, perfekt. Vielleicht habt ihr einfach den gleichen Friseur. Ja. Fashion Star. Einfach luftig und elastisch. Ja, das ist doch mal ein Motto. Damit kann ich arbeiten. Das hört sich gut an. Was stellst du dir darunter vor? Eigentlich etwas, was ich zur Not, also was ich reittechnisch anziehen könnte, was ich aber auch beim Sport anziehen könnte, weil luftig und elastisch. Ja. Was hältst du davon? Die finde ich fast schicker. Die finde ich besser. Dann möchte ich die. 5 Minuten sind schon mal vorbei. Wir haben jetzt eine blaue Hose. Ja. Ich würde sagen, ihr nehmt euch einfach noch ein Cappuccino dazu und macht erstmal so eine kleine Kaffeerunde. Und dann sehen wir später nackig weiter. Guck mal da vorne bei Oli vielleicht so ein bisschen. Oder was Helleres. Oder die finde ich auch schick. Die finde ich besser. Das sieht gut dazu aus. Ja, weil das ist ein Farbkontrast. Da habe ich das Motto schon wieder vergessen. Und Dianas Freundin ist Psychologin. Ist das nicht so, dass Psychologen, die das studieren, auch auf der Suche nach irgendeinem Hauch im Leben sind? Nee, das Samt finde ich hässlich. Bei mir ist unheimlich viel Therapiepotenzial. Deshalb gucke ich ja auch immer so viele Coaching-Bücher an. Also ich bin euch sehr nah. Lass uns mal eben schnell Schuhe. Das hilft aber nicht bei Fashion Star. Wo ist denn dein Outfit, Diana? Feierabend. Handschuhe hell, dunkel? Handschuhe dunkelblau. Was ziehe ich hier für Schuhe? Schwarz. Ich möchte Stiefel eigentlich. Aber ich weiß nicht, ob ich Stiefel. Vielleicht sucht ihr beide nach unterschiedlichen Schuhspezies. Ich suche die Handschuhegröße. Schwarz 7? Da. Ja, 7 oder 7,5. Stieflein, Stieflein im Regal. Müssen die mir passen? Die Schuhgröße ist nicht egal. Ja, 40 hoch eng oder sowas. Das wäre richtig gut. Mit weiß abgesetzt oder ganz blau? Ja, mega. Perfekt. Lass mich jetzt mal rechnen. Ich rechne, du probierst an. Ja, guter Plan. Wo sind die Sachen? In der Umkleide. In der Umkleide. Boah, du bist richtig gut. Erstens, wir haben uns lieb, wir haben einen Plan und wir sind richtig gut. Das zeugt von viel Selbstwertgefühl. Das kann nur von einer guten Therapie kommen. Chaka! Richtig gerechnet habe. So, Adi und Subtrahieren geht auch noch. Oh, 640. Wir sind beim Preis, das heißt, die hinteren Gamaschen bleiben weg. Dann hat Wolke Bandagen. In die 600 Euro passen sogar Reitstiefel rein. Ein Fliegenmützchen braucht sie nicht, weil trägt sie sowieso nie. Das sieht doch schon fast fertig einfach aus und ihr habt noch 5 Minuten. Elastisch. Also ich finde es ist eine elastische Hose, sehr das passt. Und elastisch. Für deine Verhältnisse sehr luftig. Ich finde, das Einzige, was man sagen kann, die Jacke ist jetzt nicht ganz luftig, aber ist die Frage, willst du lieber. Die ist bestimmt auch luftig. Ui. Also, finde ich richtig gut. Was war denn das jetzt für eine Marke? Die will ich auch haben, die Handschuhe, aber die will ich für den roten Teppich nicht zum Reiten. Das sind Röckelhandschuhe, lieber Jens. Blau passt immer. Hey, und Sarah macht dir ganz schön Konkurrenz als Modeberaterin. Gut, dass ich dich dabei habe. Ohne dich, ich wäre lost, aber richtig. Nein. Achtung, Vulkanausbruch der Freude. Ja! Sehr gut. Und wie sieht dein funktionales Outfit aus? Dein Geschenk, die Eskadron Riding Tight Reflex, sitzt wie angegossen. Das teuerste Teil, die Reitstiefel von Lösdau für knapp 280 Euro. Die Funktionsjacke von Josie gibt's für rund 150 Euro und blaue Handschuhe. Und jetzt wollen wir Wolke sehen. Ah, die Beine strahlen im weißen Eskadron-Look. Die blaue Schabracke greift das Weiß wieder auf. Kostenpunkt knapp 70 Euro. Diana hätte noch knapp 20 Euro ausgeben können.
Last but maybe not least, wird Diana Fashion Star? Das weiß nur Jens Hilbert. Ach, Menno, jetzt ist die Woche schon wieder rum und es war so schön. Die vierte Staffel von Fashion Star. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Finalistin, die Diana, super selbstbewusst, super cool, super clean und einfach ihr Ding durchgezogen, auch noch Premium-Style-Produkte wie die Reitstiefel genommen. Das kann nur abgefärbt haben von ihrer Psychologin und Shoppingbegleitung. Also, cooles Finale. Und wer am Ende Fashion Star der vierten Staffel wird, das seht ihr in der nächsten entscheidenden Sendung. Im Finale von Fashion Star. Fashion meets Function. Einfach luftig und elastisch. Heißt diese Woche das Motto bei Fashion Star von Piqueur Eskadron und Lösdau. Wer wird unser sportlicher Fashion Star? Inke, Susanne, Antonia oder Diana? Jens Hilbert, du bist dran. Welcome to Fashion Star. Das große Finale einer überragenden vierten Staffel und noch überragenderen tollen Teilnehmern. Es war eine spannende und spektakuläre Woche. Aber Fashion Star kann nur eine werden. Ja. Ob das die Inke ist, Susanne ist, Antonia oder die Diana, das sehen wir gleich. Aber zuvor erstmal vielen, vielen Dank an euch alle da draußen fürs die Zuschriften, fürs Interagieren, für die ganzen Bewerbungen. Und ich kann schon mal eins verraten, ProSieben hat den Vertrag verlängert. Oh, Clip My Horse und noch besser Piqueur Eskadron und Lösdau gehen im Herbst in die nächste Staffel. Also ihr könnt euch jetzt schon bewerben. Wir freuen uns drauf. Aber bevor es da soweit ist, küren wir erstmal die Siegerin von Staffel 4. Here we go. Fashion Star. Den Anfang macht Inke, unser kreativer Kopf. Mit Charlie hat sie immer neue Ideen. Susanne, die Freizeitreiterin, liebt lange Ausritte mit Sunny und ihrer Hündin. Die ehrgeizige Springreiterin Antonia weiß genau, was sie kann und will. Und Diana, unsere Pferdefotografin, hat in Wolke das perfekte Model gefunden. Und zur Not kriege ich dann zu Hause Ärger, aber Dennis, das guck mal schnell. Ist ja nicht mit auf der Kamera. Ja, das ist doch gut. Das sieht doch schon mal mega gut funktional aus, oder? Guck, ja. Das Shirt ist auch sehr atmungsaktiv. 34,95. Okay, also. Aber die passen nicht so gut, Dennis. Der braucht keine Glocken. Dennis, weißt du, an wen die mich erinnern? Robert und Carmen Geis. Robert! Die ganze Zeit. Dennis! Passt zum Motto. Alles funktional, alles schön luftig und es wird wieder ein warmer Sommer. Deswegen haben wir jetzt keine Jacken oder sowas genommen. Ja. Dennis, du solltest dich als für die Wettervorhersage bewerben. Ja, hat super viel Spaß gemacht. Ich bin mega zufrieden mit meinem Outfit. Ich fühle mich richtig sportlich und ich könnte jetzt direkt starten mit Charlie. Also jetzt müssen wir erst die Schleife suchen, ne? Ja, ja. Okay. Richtig. Kann ich hier überall sein? Ja. Ja. Überall, ja, egal wo. Überall. Schmeiß das mal dahin. Dann lass uns doch ja, such nur hier jetzt. Überall hier. Verdammt. Nur nicht auf dem Boden. 29,95. Steht nichts dran, aber kostet sonst so. Ja. Arbeitest du hier oder was? Viel? Arbeitest du hier oder was? Und der Preis? Ja. Also die Susanne hat eine sehr charmante, leicht eicherustikal Ader im Unterton. Aber eben ist es sehr sportiv und sehr elegant durch die Wendung gefallen. Ja, es hat sehr Spaß gemacht, war aber auch sehr aufregend und würde ich immer wieder machen wollen. Also sie ist jetzt für mich Victoria's Secret Supermodel Toni Garn, oder? Antonia, darf ich Toni zu dir sagen? Ja, das finde ich gut. So dunkelblau ist immer gut, oder?
würde auf jeden Fall gut zu ihm passen. Und auch, glaube ich, zu den Gamaschen, oder? Ja. Tony Gunn for Piqueur and Lustau in the High Fashion Entertainment Show. Ob sie der Fashion Star der Woche wird, das wird sich noch weisen. Ja, es hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Es war zwischendurch zwar etwas stressig, aber ich glaube, dass wir es letztendlich ganz gut hingekriegt haben. Ich finde das Ding wahrscheinlich nie. Aufgabe gescheitert, weil Schleife nicht gefunden. Ach Diana, das haben bisher alle geschafft. Hier vorne hast du alles schon auf dem Wühltisch. Also was ich an der Diana ganz gerne mag, ist, ich finde ja Frauen, die Mut haben, einen Kurzhaarschnitt zu haben, finde ich total stark. Und ich finde, das steht ja auch gut, das ist stylisch. Ah, perfekt. Vielleicht habt ihr einfach den gleichen Friseur. Ja, Fashion Star. Einfach luftig und elastisch. Ja, das ist doch mal ein Motto. Damit kann ich arbeiten. Das hört sich gut an. Was stellst du dir darunter vor? Eigentlich etwas, was ich zur Not, also was ich reittechnisch anziehen könnte, was ich aber auch beim Sport anziehen könnte, weil luftig und elastisch. Ja. Was hältst du davon? Die finde ich fast schicker. Die finde ich besser. Ich würde sagen, ihr nehmt euch einfach noch einen Cappuccino dazu und macht erstmal so eine kleine Kaffeerunde. Und dann sehen wir später nackig weiter. Die Inke, die hat's richtig schwer gemacht für die Konkurrenten. Die ist mit der Premiere gestartet und ich muss sagen, dieses Fashion, aber auch Aprikot, das muss man auch gut kombinieren. Das steht ja nicht sofort und in jeder Kombination und sie hat das einfach sehr, sehr cool gemacht. Und wenn wir die drei Kriterienpunkte nehmen, Mut, Motto und Match, muss ich ganz ehrlich sagen, boah, Daumen hoch. Sie hat ein unheimlich tolles Modebewusstsein, ein Modegefühl. Sie hat Mut bewiesen bei der Farbe, auch beim Pferd. Sie hat aber auch beim Motto wirklich alles eingehalten. Und Gesamteindruck, Pferd und was ich auch finde, wie sie es präsentiert, oh, mit der It-Bag, die könnte ja von jedem Chanel Haute Couture Haus sein. Klein Struppi guckt noch aus der Tasche raus und dann strahlendes Lachen. Also herzlichen Glückwunsch, Inke. 9,0. Liebe Susanne, auch mit dir hatten wir ganz viel Freude. Manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass diese Fashion-Welt nicht unbedingt deine Hauptstärke oder dein Haupthobby ist. Dennoch muss ich sagen, wie du so die Sachen zusammengefriemelt hast und den Look für dein Pferd und dich erstellt hast, es hat Spaß gemacht. Du bist halt so ein bisschen härter an die Sache rangegangen und bist jetzt kein Modepüppchen, aber wenn ich mir das Gesamtpaket anschaue, muss ich echt sagen, richtig cool. Ich finde, du kannst dich schon ein bisschen trauen, ein bisschen modemutiger zu werden, aber auch ein bisschen emotionaler in der Präsentation. Und das Lachen und herzliche Tschakka, ich darf bei Fashion Star mitmachen. Das hat mir ein bisschen gefehlt. Dennoch, liebe Susanne, eine ganz, ganz tolle 7,9. Herzlichen Glückwunsch. Mein Schätzelein Antonia. Ich muss ja sagen, wenn ich mir das Gesamtpaket anschaue, präsentiert sich dein heißer Schimmel mit seiner coolen Fliegendecke von Piqueur Escadron eigentlich fast auf dem Runway und Catwalk besser als mein Victoria's Secret Tony Gunn Antonia Supermodel. Dennoch muss ich sagen, Mut, Motto, Match, ein super Paket angeboten. Wir hatten unheimlich entertaintes, unterhaltsames Gefühl. Also Police Academy, 17. Staffel kann kommen. Du bekommst eine 8,5. Herzlichen Glückwunsch. Lady Di, unsere Diana, im Avantgarde-Look ist sie aufgetreten. Cooler, selbstbewusster Look. Muss ich sagen, habe ich tatsächlich ein bisschen mehr erwartet, weil wenn man deinen Look, dein Gesamtmatch mit deinem Pferd anschaut, super. Mutig, eher klassisch, elegant, wie viele das haben. Und Motto eingehalten, muss ich dann auch sagen,
Wo ist denn die Sportskanone Diana geblieben? Wo ist denn der Modemut geblieben? Wo ist denn die Leichtigkeit? Wir sind jetzt in Springtime, Summer und haben ein bisschen dicke Jacke an und irgendwie die coole Fliegenhaube und die Fliegendecke. Beim Pferd hätte ich mir gewünscht. Du hast zwar die schicken Stiefel sehr stylisch abgestoppt, aber die gehören ja eigentlich nicht ganz in das Motto. Dennoch hast du super entertained. Wir hatten Spaß mit dir und wir sind super froh, dass du mitgemacht hast. Und du bekommst herzlichen Glückwunsch, eine ganz tolle 7,7. Eine schwierige Entscheidung für Jens. Hier noch einmal alle Wertnoten in der Übersicht. Das war aber ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Das ist die Siegerin der vierten Staffel. Unser Fashion-Star bei Piqueur und Escadron ist Inke mit ihrem Charlie. Diesen luftigen und elastischen Look konnte keiner toppen. Als Preis bekommt Inke nicht nur alle Klamotten von Piqueur, Escadron und Löstau im Wert von über 600 Euro, sondern auch die goldene Schleife und einen 500-Euro Shopping-Gutschein von Löstau. Herzlichen Glückwunsch, Inke! Ach, Menno! Jetzt ist die Staffel schon wieder vorbei. Es hat so viel Spaß gemacht mit euch. Ich hoffe, euch da draußen beim Zuschauen genauso wie uns, allen, dem ganzen Team, hinter der Kamera, vor der Kamera, allen Teilnehmern. Ich freue mich auf den Herbst. Da kommt die nächste Staffel und ich kann nur noch eins sagen, tausend Dank für Adrenalin pur, für Emotion und für die Siegerin der Herzen. Bis ganz bald. Piqueur Escadron, Löstau und Klipmerhorst sagt danke. Euer Jens sagt bye bye. Bis bald. Tausend Küsse. Ciao, ciao. Ach so. Fashion Star!